Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Heute testen wir wieder richtig krasse Mythen. Und zwar zu Weihnachten und zu My Hero Academia. Und die spannendste aller Mythen wird aber sein, schaffen wir auf diesem Video genau 5555 Likes? Ich glaube nicht dran, oder? Vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren und meinen Creator-Code Wannabe im Itemshop einzugeben. Gibt es einen speziellen Hero-Trainingsmodus in Fortnite? Die Antwort ist ja, und ich bin gerade sogar drin. Aber ich kann euch sagen, so spannend ist dieser Modus gar nicht. Ihr könnt zwar hier coole Waffen auswählen, unter anderem die neue mythische Fähigkeit und sogar richtig coole Waffen. Eigentlich gibt es sogar alle Sachen hier. Aber das Ganze ist irgendwie ziemlich langweilig, wenn man keine Freunde hat. Kann man wenigstens die Wand hier kaputt machen? Wir testen es und... Nein, das funktioniert nicht. Spawnen die neuen My Hero Academia Loot Drops immer zur selben Zeit? Gucken auf die Karte. Und in der Tat, dauert genau eine Minute. Und dann spawnen einfach zwei Stück auf der Karte. Und so sehen die Teile aus. Einfach nur geisteskrank. Oh mein Gott. Hast du sowas schon mal gesehen? Nee, könnt ihr auch gar nicht. Ist ja neu drin. Richtig fetzig. Ist es möglich, die neuen Loot Drops kaputt zu schießen? Wir testen das Ganze mal und... Nein, das funktioniert nicht. Hä? Wie krass ist das denn? Stellt euch vor, ihr seid Superheld. Selbst euer Loot Drop, der wehrt einfach alles ab. Was ist das denn? Nee, dieser Mythos ist falsch. Beschützen euch die neuen Deko-Smasher vor Fallschaden. Ihr seht schon, wir sind ziemlich hoch. Wir müssen eigentlich draufgehen. Was wird passieren? Wir fallen runter. Werden wir sterben und... Nein, wir überleben das Ganze. Wie geil ist das denn bitte? Freunde, laut einem Mythos gibt es nur zwei Möglichkeiten, an die neuen Deko-Smasher ranzukommen. Einmal über den Loot-Drop und die andere Möglichkeit ist einfach über Automaten. Mein Gott, da ist dieser Automat, von dem alle reden. Komm, gib mir ein paar. Ey, shit, ich habe gar kein Gold dabei. Wartet mal. Neuer Mythos. Was passiert, wenn ich das Ding kaputt schieße? Wir testen es. 3, 2, 1 und... Komm schon, gib mir welche gratis. Was wird passieren? Okay, es geht einfach kaputt. Wer hätte das gedacht? Shit. Krasser Mythos. Der Weihnachtsmann ist zurück in Fortnite und das ist sein Haus. Und wenn ich das Haus kaputt mache, dann rastet er richtig aus. Ja, dieses Haus ist so crazy. Wir gehen mal kurz rein und gucken, ob der Weihnachtsmann zu Hause ist. Sieht aber nicht so aus. Sieht alles aus wie immer. Aber hier fehlen Kisten. Hä? Lass mal schnell oben gucken. Ist er vielleicht doch zu Hause? Nein. Ist einfach sein Schlafzimmer. Ich bin auf seinem Bett. Oh mein Gott. Lass mal die Hütte kaputt machen. Ist es möglich, mit den neuen Deko-Smashern das Weihnachtsmannhaus kaputt zu machen? Wir testen es und... Wow, was passiert hier? Aber es ist nur ein Loch reingekommen. Testen wir es nochmal. Vielleicht war ich gerade einfach nur zu schlecht. Und... Boom. Tschüss. Was passiert hier? Aber die Hälfte des Hauses steht noch. Also das stimmt schon mal nicht. Hey, die Zuckerstange ist ja wieder da. Ey, krasser Mythos. Normalerweise verschwindet der ja einfach. Was passiert, wenn ich währenddessen auf ihn schieße? Ey, der ist sogar voll sauer. Ey, dann droppt er einfach fast gar nichts. Was ist das denn für ein Geizhals? Das gibt's ja gar nicht. Ist es möglich, das Eis in Fortnite kaputt zu machen? Ich werf gerade mit Granaten drauf und die fliegen ja mega weit. Ey, das ist wie Bowling gerade. Yo! Ist irgendwas kaputt gegangen? Ist da irgendwas unterm Eis? Sieht nicht so aus. Scheint nicht zu funktionieren. Was passiert, wenn wir ganz oben lang laufen? Oh mein Gott, was passiert hier gerade? Wollt doch einfach nur runtergucken aufs Eis. Seht ihr irgendwas Spezielles? Gibt's hier irgendwelche Hinweise? Easter Eggs? Nee, das Einzige, was ich sehe, ist ein Lama. Oha, da hinten ist sogar ein Event losgegangen. Was passiert hier gerade? Was ist hier drin, Freunde? Richtig krasser Mythos. Ist hier Gold drin? Midas? Wölfe? Jurassic Park? Keine Ahnung, wir machen das jetzt mal auf. Komm schon. Es sind Wölfe. Oh mein Gott. Euer Ernst? Sogar vier Stück. Zwei normale und ich sehe zwei lila, ne? Hier noch safe geile Waffen dabei. Was will der denn hier von mir? Lol, das Fischstäbchen rastet aus. Oh mein Gott. Hilfe. Der Typ killt die von alleine. Jetzt killen wir noch schnell den letzten. Und say good night. Gefrorenes Fischstäbchen, was willst du von mir? Er begutachtet mich? Hä? Ey, Bruder, was ist mit deinen Armen nicht in Ordnung? Verpiss dich mal. Soll ich ihn abknallen? Ein Like auf dem Video und ich lasse ihn leben. Wahrscheinlich habt ihr schon mitbekommen, dass es im Fortnite mittlerweile so Iglos hier gibt. Da gibt es Kisten drin, es gibt Heilung, irgendwie einen Schlafplatz. Und das Krasse ist, es gibt hier sogar so Gaskanister. Aber was ihr vielleicht nicht wusstet, was wir jetzt rausfinden werden. Was wird passieren, wenn wir den Gaskanister kaputt schießen? Wird die Bude dann abfackeln? Gehen wir raus, wir schießen drauf. Und eigentlich müsste der Schnee jetzt schmelzen, oder? Es passiert einfach gar nichts. Der Schnee kann nicht schmelzen. Okay. Wir wissen ja alle, dass Fortnite ein ganz spezielles Spiel ist. Denn wenn man Lagerfeuer anmacht, dann kann man sich einfach heilen. Und ich habe hier durch Zufall so ein Feuer gefunden. Und ich frage mich, kann man sich hier heilen? Wir machen mal kurz ein bisschen Fallschaden. So, und jetzt ans Feuer dran. Es passiert nichts, wenn wir reingehen. Wow, wir kriegen einfach Schaden. Ey, heil mich mal. Hä, das funktioniert irgendwie nicht. Gibt es neue spezielle kleine Mini-Life-Events in Fortnite? Die Antwort ist ja. Was ist das denn? Gott, es kommen schon wieder neue Drops runter. Hä, was ist denn hier gespawnt? Ey, Fortnite ist richtig lustig geworden. Drei Kisten und zwei Bäume. Okay, lass mal gucken, was hier drin ist. Gute Waffen vielleicht. Geht so. Was ist, wenn wir die Bäume kaputt machen? Kriegen wir da mehr Loot? Kurz ein bisschen Slurp-Juice rein. Und okay, Äpfel gibt's schon mal nicht. Und mehr Loot gibt's auch nicht. Ist es möglich, mit der neuen Deko-Smash-Fähigkeit einen Respawn-Bus kaputt zu machen? Wir testen es. Und
Er ist eigentlich unzerstörbar. Und das ist er auch danach noch. Wir haben nur das Haus kaputt gemacht und ein paar Quallen. Ist es möglich, mehr als drei Deku-Smasher auf einmal zu tragen? Ich habe einen dabei. Wir heben weitere auf. Der tauscht nicht mal. Und mehrere können wir auch nicht mitnehmen. Was ist das denn für Beschiss hier? Kann ich jetzt austauschen? Okay, wir müssen sie droppen und dann neu aufheben. Das ist ja wie damals mit dem Kamehameha. Das ist ja voll langweilig. Man kann die nur so mitnehmen. Angeblich gibt es einen Ort in Fortnite, an dem 100% das Motorrad spawnt. Oh, hier ist es ja. Wir werden gucken, ob es wirklich so ist. Wir kommen nochmal wieder. So, ist das Motorrad da? Ja, in der Tat. Oh mein Gott. Kommt einfach hier runter, benutzt das Motorrad, habt Spaß. Dankt mir später. Kann man mit der neuen Deku-Smash-Fähigkeit ein Motorrad zerstören? Wir testen es und Kabum Feuer. Oh mein Gott, wo fliegt das hin? Tschüss. Das ist ja mega weit weggeflogen. Das ist nicht ganz kaputt gegangen. Guckt euch das an. Das hält immer noch drei Hiebe aus. Schade. Es hat es kaputt gemacht, aber nicht zerstört. Was passiert, wenn wir den Schockwellenhammer mit der neuen mythischen Fähigkeit kombinieren? Oh mein Gott, es geht direkt los. Die Fähigkeit ist viel schneller ausgeführt. Yo, wie krass ist das denn? Das müsst ihr unbedingt mal testen. Das ist ja geisteskrank. Was ein Trick. Gibt es wieder Granite Launcher in Fortnite? Und die Antwort ist ja. Es gibt den Winter-Schneeballwerfer wieder im Spiel. Wenn ihr auf Sachen schießt, kommen einfach Schneebälle raus und die ziehen um die 50 Schaden ab. Eigentlich ganz cool. Wusstet ihr übrigens, dass die Loot-Drohnen zurück in Fortnite sind? Die Orte sind an diesen Stellen immer gelb eingezeichnet, statt wie normal einfach weiß. Eigentlich ziemlich cool. Frage ist jetzt nur, haben die auch geilen Loot dabei? Komm, zeig mal her. Ja, gar nicht so übel. Wir testen noch eine aus. Was hast du dabei? Und, oh mein Gott, eine goldene Waffe. Was ist das für ein geiler Loot, bitte? Angeblich ist der neue Fortnite-Boss so stark, dass er mich mit einem Hieb kaputt machen kann. Wir testen es und, oh mein Gott. Der Bray hat mir einen Schlag verpasst und ich bin sofort in der neuen Runde drin. Ist es möglich, auf dem neuen My Hero Academia Loot Drop zu landen? Wir testen es und nein, wir fallen einfach durch. Was ist das denn krasses? Sind die neuen Deku-Smasher-Fähigkeiten so stark, dass sie ein Lama ausschalten können? Wir müssen es leider kurz einmal ausschalten. Ich weiß, es ist schon halb tot, aber wir testen es trotzdem und... Wow, ist das voll weggeflogen. Das lebt ja immer noch. Wie schwach sind diese Fähigkeiten? Schade, Lami. Angeblich hat der neue Fortnite-Boss gleich zwei mythische Waffen dabei. Wir testen das Ganze mal. Wir müssen ihn mal eben ausschalten. Kannst du mal eben aufgeben, Bruder? Du hast mich eben schon aus der Runde rausgeschossen. Jetzt schieße ich dich raus. Bleib stehen. Kann ich ihn spitzhacken? Oh, keine gute Idee. Stirb. Yo, er hat echt zwei mythische Sachen dabei. Einmal den Schockwellenhammer und Excalibur, oder wie das Teil heißt. Wie geil ist das denn bitte? Das lohnt sich ja mal auf jeden Fall. Gibt es wieder Geschenke in Fortnite? Ihr wisst ja, es ist Weihnachtszeit und ich finde sofort eins. Wie geil ist das denn? Weihnachtsgeschenke sind zurück. Die Frage ist nur, was kriegen wir? Hier ist nicht mal eine Waffe drin, aber eine Saufkanone, ja immerhin. Gibt es neben dem neuen Loot auch noch alte Loot-Drops? Und ja, in der Tat gibt es noch die normalen Weihnacht-Loot-Drops. Ich meine, die sind da auch ein bisschen verändert. Sind hier vielleicht geile Sachen drin? Wir testen es und... Yo! Einfach ein goldener Granite Launcher. Danke dafür. Nächster Mythos ist der Schneeballwerfer in der Lage, eine Tankstelle kaputt zu machen. Und yo, die explodiert einfach. Wie krass ist das denn? Kann ich das Feuer löschen mit dem Schneeballwerfer? Das funktioniert nicht. Also einmal ja und einmal nein. Kann man den Cooldown der neuen Deku-Smasher umgehen, indem man sie einfach austauscht? Wir schießen einmal und dann gleich nochmal. Okay, das war der erste. So, schnell wegwerfen. Wieso gehst du nicht raus? Verpiss dich, Alter. Und die neuen nehmen? Nein, wir haben immer noch Cooldown. Sogar noch 8 Sekunden. Wie langweilig ist das denn bitte? Also kein Double-Deku-Smash. Kann man mit den neuen Deku-Smashern einen LKW direkt kaputt machen? Wir testen es. Was wird passieren? Feuer! Wow! Oh mein Gott! Oh, der LKW ist noch ganz. Wir testen es noch ein zweites Mal. Und Feuer! Oh mein Gott, wie geht der fliegen? Das ist so krank. Das ist so, als wenn Hulk irgendwo gegenschlägt. Wartet mal, können die neuen Deku-Smasher den Loot Drop kaputt machen? Aber was passiert, wenn ich die neue mythische Fähigkeit einsetze? Wir testen es und... Wow! Es passiert gar nichts. Der Baum dahinter ist weggeflogen. Oh, das Teil hat keinen Kratzer. Das muss doch kaputt gehen. Vielleicht mit dem mythischen Hammer. Wir testen es und... Nein. Freunde, angeblich ist der Weihnachtsmann zurück in Fortnite. Was ist denn das für ein Auto da vorne? Ist das der Weihnachtsmann? Ja, er ist zurück in Fortnite mit seinem Auto zusammen. Was wird passieren, wenn wir uns genau vor den Wagen stellen? Fährt er mich dann platt? Ihr helfenden Elfen, was macht ihr jetzt? Rudolf macht ja gar nichts da drin. Wie geil. Wir wissen ja alle, in Fortnite ist es möglich, Autos zu tunen. Und zwar gibt es diese Autoreifen. Und wenn wir die auf Autos werfen, dann werden die einfach gepimpt. Habt das auch beim Weihnachtsmann-Auto? Oh mein Gott, das funktioniert. Wie geil ist das denn? Das hätte ich niemals gedacht. Wie geil sieht die Karre aus? Wie viel Schaden machen die neuen Deku-Smasher an Gegnern? Wir testen es mal an dem Bray hier. Komm schon, wie viel Schaden wirst du machen? Und überlebt er das? Wow, das war 250 Damage.
Ich glaube, der lebt aber noch. Kann das sein? Oh, oh, das gibt Ärger. Er will mir auf die Fresse schießen. Wir machen es einfach nochmal. 3, 2, 1. Das ist dein Ende, Bruder. Krieg auf die Stauze und tschüss. Er ist weg. Jetzt hat sich einmal Luft aufgelöst. Okay, aber man braucht zwei Versuche. Das ist ganz schön hardcore. Gibt es zur Weihnachtszeit jetzt einen neuen Battle Bus? Wir gucken mal nach und... Ja, in der Tat, es ist einfach die Weihnachtsversion. Das Krasse ist, der schießt so komische Teile am Anfang der Runde ab. Wahrscheinlich so Schubdüsen oder so. Aber die verschwinden dann mit der Zeit. Schade. Wie weit kann man die neuen Deko-Smasher einsetzen? Da vorne ist ein Loot Drop. Mal gucken, ob der Baum kaputt geht. Wir testen es. Oh, das dauert ein bisschen. Oh mein Gott. Alles shaked einfach. Ist das kaputt? Yo, ist das kaputt? Wird die Fähigkeit auf 181 Meter gehen? Ey, ich habe voll die Zweifel daran, oder? Das ist die halbe Map hier gefühlt. Und... Es schlägt ein. Es sieht krass aus. Ist der Baum kaputt? Wir gucken mal kurz nach. Nein, es ist gar nicht kaputt gegangen. Okay, so krass ist die Fähigkeit dann doch nicht. Was wird passieren, wenn wir das Ganze auf 162 Meter machen? Auf die Tankstelle! Und Feuer, wir machen sogar nach da hinten. Explodiere! Wow, das sah gut aus. Wir gucken nach. Yo, hier ist voll der Riss drin. Alter, 160 Meter, kein Problem für die Fähigkeit. Nächster Mythos. Angeblich können wir mit der Deko-Smasher-Fähigkeit normale Loot Drops kaputt schießen. Wir testen es und... Ey, da passiert was. Yo, der ist kaputt gegangen. Aber was ist denn hier oben noch? Ey, hier ist ein Spielfehler. Das kann man nicht kaputt machen. Dekoration ist noch vorhanden. Kann man in Fortnite den Weihnachtsmann entführen? Hier sind die helfenden Elfen. Wir müssen die mal kurz ausschalten. Tut mir leid, Jungs. Ihr müsst leider kurz drauf gehen. So, kurz wegschießen. Geh mal davon aus, der Weihnachtsmann wird jetzt ein bisschen sauer auf mich sein. Oh, er ist wirklich sauer. Aber was wird passieren, wenn wir weit weggehen? Wir testen das Ganze und kommen gleich wieder zurück. Nach einer kurzen Mythenpause. Ey, der lernt es nicht, oder? Der will Ärger haben. Tuckerstange. Jetzt ist dein Ende gekommen. Was wird passieren, wenn wir ihn direkt killen? Wird der geilen Loot droppen? Eben hast du mir gar nichts gedroppt, du 31er. Ey, wie kann man so sauer sein? Jetzt läuft er noch weg. Boy. Ich kann nicht mehr. Was stimmt nicht mit dir, Bruder? Ey, der will doch Rache. Und der droppt nur so eine Schimmelwaffe, dein Ernst? Komm schon, Weihnachtsmann. Sei gut zu mir. Er hat einfach alles vergessen. Ist das dein Ernst? Ja gut, der Weihnachtsmann ist doch schon ein bisschen älter, ne? Das heißt, wir können in Fortnite den Weihnachtsmann entführen. Let's go. Und der denkt doch noch, ich bin helfender Elf oder so. Wie geil ist das denn bitte? Alle aus dem Weg. Hier kommt der Weihnachtsmann. Er macht komische Geräusche. Ist es möglich, den Weihnachtstruck nachzutanken? Der Benzinkanister, er ist leer und... In der Tat, es funktioniert. Let's go. Man kann den Weihnachtsmann-Truck nochmal nachtanken. Angeblich kann der Weihnachtsmann-Truck über 80 fahren. Wir testen es und... Nein, es geht nur bis 78. Oh, oh. Was passiert, wenn wir umkippen? Wird der Weihnachtsmann runterfallen? Hey, der ist weg. Lol, man kann ihn wirklich von seinem Truck trennen. Wo will der hin, der Bruder? Der Mann ist auf einer Mission. Der will Geschenke ausliefern. Was macht der? Ich check's nicht. Nein, es geht nicht. Hä? Lol, wenn man aussteigt und neben ihm ist, mit dem Truck steigt er wieder ein? Was macht der da? Ey, der fährt einfach gegen die Wand gegen. Was ist denn mit dem los? Ich habe euch gesagt, das sind geisteskranke Mythen heute. Was passiert, wenn wir die Deko-Smasher-Fähigkeit einsetzen, während ein Gegner im Auto sitzt? Wird der trotzdem sterben? Achtung, hier kommt die Fähigkeit und... Wow, er geht voll fliegen. Oh mein Gott. Nein, aber er lebt noch. 100 Damage hat das Ganze nur gemacht. Wie krass. Kommen wir zur alles entscheidenden Mythe. Und zwar, was passiert, wenn man zwei Deko-Smasher zur selben Zeit ausführt? Werden die gegeneinander prallen und... Nein, ich gewinne die Runde. Hä? Was ist passiert? Das waren auf jeden Fall die heutigen Mythen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und schreibt mal weitere Mythen in die Kommentare rein.